Hallo alle zusammen. Ups, wieso bin ich gerade auf Englisch rübergegangen? Ich weiß, ich bin ein bisschen zu spät. Es tut mir so leid. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Unterhaltung mit der guten Musik. Ich bin ein bisschen zu spät, weil ich noch was zu essen gehen wollte holen. So, apropos Essen. Was Cooles vorbereitet für euch. Wir werden heute nämlich ein Entire Rank machen mit Essen. Nicht mal ein speziell, also nicht so spezifisches Essen wie amerikanisches Essen, europäisches, bla bla bla. Nein, wir machen Anime-Essen und aus dem spezifischen Anime, nämlich der größte Anime, der über Essen jemals existiert hat, bis jetzt, es kann ja immer noch einen geben, und zwar Food Wars. Wer noch nie Food Wars geguckt hat, der soll sich jetzt schämen. Nein, doch, schämt euch mal, wirklich. Wenn ihr kein Food Wars kennt. Nein, Spaß. Wir schauen dafür kurz den Trailer an für euch mit Food Wars. Und vorstellen, was genau Food Wars ist. Alle, die das noch nie gekannt haben. Yes! Let's go. Es sieht ein bisschen schlimmer aus, als es ist. Der mit den roten Haaren ist unser Hauptcharakter. Der hier, genau. Und es geht eigentlich darum, er besitzt einen Laden mit seinem Vater und schon seit Kind kochen die zusammen. Die kochen manchmal auch die ekelhaftigsten Sachen zum Ausprobieren. Und er möchte jetzt in die beste Schule aller Zeiten hineinkommen. Und der Beste natürlich aus dieser Schule werden. Und darum geht es hier eigentlich. Er kämpft gegen andere an, die auch nur gut kochen und wunderbar Essenskreationen zusammenstellen. Und wir dürfen miterleben, wie sie es machen. Und natürlich gibt es auch ein bisschen Action dazu. Action. Und ja. Es ist sehr, sehr interessant. Ich empfehle es auf jeden Fall. Und wir gucken uns nachher die Feierliste hier an. Hoppa, war weg. Hier seht ihr mal, was wir so haben. Ist ein bisschen klein, natürlich, oder? Aber ich sehe, hier haben wir Sushi. So ein bisschen Fleisch über Reis und so. Das sieht geil aus. Ich weiß nicht, was das ist. Die Bilder sind ein bisschen klein. Das ist ein bisschen ein Problem. Aber es sieht natürlich gut aus. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas aufs D hinstellen kann, weil es so lecker aussieht. Aber ich glaube, wir arbeiten uns. Was zum Teufel ist das? Hallo, ist das? Was zum Teufel ist das doch? Das ist doch gar kein Essen. Ich sehe. Einfach so random, was auch immer das ist. Okay, Entschuldigung. Ich denke, wir fangen einfach gleich mal von oben nach unten an. Das ist ein bisschen die beste Lösung, denke ich. Ein bisschen schwer auszuwählen ist es ja schon, ne? Also dort, wo ich am meisten Hunger bekommen habe, das ist eigentlich überall gewesen. Es ist ein bisschen mieser. Okay. Ich habe eins, das ich richtig bombastisch fand, und das ist das hier. Das ist so ein Seafood-Dings, so wirklich gemischtes Seafood mit Suppe und so. Sieht einfach gut aus. Ich muss nicht mal erklären, was es ist. Sieht einfach gut aus. Wir können es nachher immer noch ändern. Das ist nicht der Sinn, dass wir es so bleiben lassen, ne? Okay, mal was Langweiliges. Das Langweiligste, wo ich hier sehe, ganz, ganz ehrlich, das hier. Ich meine, es ist nur Fisch auf Salat. Das könnte wirklich eines der langweiligsten Dinge hier sein. Ich meine, guck das an und guck das an. Es ist einfach so ein Unterschied. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Wenn wir per Aussehen gehen, ist es natürlich sehr einfach. Aber wenn man halt den Anime kennt, dann ist man immer so ein bisschen kritisch mit sich selbst. Ich weiß nicht, was das ist, also stelle ich das einfach mal ganz ans Ende, weil es ist für mich rätselhaft, was das darstellen soll.
zu oberst ist halt mühsam. Ich finde das mit den Sushi-Variationen hier mega cool. Es ist halt auch Fleisch dabei. Und beim Anime hat man das sehr gut gesehen. Das ist sehr verschieden kombiniert. Also wenn du das hier angucken kannst und wenn du das hier anguckst, ist das definitiv über das, finde ich. Ich weiß nicht aber, ob es ein Kaya S sein soll. Sieht auch schon ein bisschen geil aus. Das sieht mega fancy aus hier. Sieht alles so fancy und lecker aus, Mensch. Ich kenne ein paar Leute, die würden einfach das ganze Fleisch hochstellen. Das hier sieht man ganz am Anfang und vom Geschmack her würde ich habe das nämlich mal nachgekocht. Ich finde das nämlich sehr interessant mal zu kochen. Geschmacklich her würde ich es ein A oder B geben. Vom Aussehen her aber ein B. Genau. Boah, das macht mir wirklich mega viel Spaß. Ich habe noch ein paar andere vorbereitet für euch. Das sind nicht die einzige, die ich hier habe. In den Pausen, die wir nachher bei den Spielen machen, werden wir die auch noch spielen, ne? Also, gehen wir nochmal... Ja, das hier, das mache ich einfach mal... Das ist einfach ein A. Guck das an, das passt so gut zueinander. Sushi nur so plain? Ich weiß nicht, ich würde dem noch ein C geben, weil es noch... Ich liebe Sushi. Ja. Ich kann es immer noch ändern, wenn ich möchte, aber hey... gut. Oh, also wer das hier nicht kennt, das ist, wie sag ich denn nochmal? Ich bin mir gleich entfallen. Egg Benedict. Yes, Egg Benedict. Das ist auch sehr, sehr lecker mit Bacon dazu und so. Und sie haben es ein bisschen speziell gemacht, das weiß ich noch. Vom Aussehen her würde ich ein S sagen. Vom Geschmack her würde ich aber nicht sagen, dass es übertoppt, was das hier ist. Also ein A, ja ein A könnte noch gut sein. An vieles erinnere ich mich halt auch nicht mehr so genau. Es ist auch schon ein bisschen länger her. Ich dachte gerade, jemand klopft, Mensch. Also die Halloween-Sounds hier. Also gut, hier haben wir noch die Eiervariation. Ich weiß das noch, es war mega Highlight, es war von Sternkoch, einer der höchsten Köche dort. Aber vom Aussehen her, es sieht einfach mal aus wie ein D, aber ich weiß, dass es mega toll war. Nee, warte. Ich weiß nicht, das ist halt so irgendwie nur nicht. Ich mache das jetzt einfach mal auf B, weil es ist einfach Eier. Es sind einfach verschiedene Eiervariationen. Das sieht für mich nicht speziell aus. Der Egg Benedict sieht daher viel besser aus. Da haben wir ja, wirklich geile Sachen auch hier. Manchmal weiß ich gar nicht, was das ist. Ist es Oden? Oh, das will ich unbedingt mal probieren. Nicht nur wegen One Piece oder Food Wars, doch eigentlich schon. Aber es sieht auch so geil aus, ne? Aber es sieht, ich weiß nicht, vielleicht ein B? Ja, die könnten noch gut hier hinpassen, finde ich. Ist wirklich die mega schön, mache ich meistens hier hoch. Und an was kann ich mich noch erinnern? Gute Frage. Hier haben wir ein Omuraiso. Sieht lecker aus, aber sehr, sehr einfach gemacht. Lecker aus, aber einfach gemacht. Das könnte unser C sein. Ist halt sehr basic. Ich finde, die obersten sind halt immer die ganz speziellen Dinge. Die können nicht so viele übertoppen. So wie das hier. Ich habe keinen Plan, was das ist, aber es sieht einfach mega cool aus. Und ich kann mir noch vorstellen, dass es sehr lecker ist. Ja, meistens gehe ich halt voll vom Aussehen her. Ich meine, das passt hier so gut, ne? Ich habe aber keine Ahnung, was das hier ist, Mensch. Ich hab wirklich noch keine Ahnung. Okay. Das hier ist Reis, was unser Hauptcharakter in Food Wars, ich
glaube, die erste Mahlzeit dort in so einer Komposition gegen anderen gemacht hat. Ich würde das sehr als basic einteilen, obwohl ich weiß, dass es sehr lecker ist, aber es ist einfach zu basic für mich. Es ist einfach Ei über Reis. Er hat dann aber noch so eine geile Soße drüber gemacht. Das sah dann auch schon ein bisschen lecker aus. Demia, ich packe das jetzt mal hier. Am Schluss, wenn wir alles hingestellt haben, können wir dann nochmal diskutieren, wo was wie hingehört. Hier haben wir noch, oh ja, die Dinge erinnere ich mich noch gut. Das hier ist auch von Food Wars gemacht. Und es sah richtig, richtig doll lecker aus mit frittiertem Hühnchen. Richtig gut. Geiler Soße und so. Bekomme ich gleich wieder Hunger. Aber auch sehr, sehr basic. Ich würde das eher hier hinstellen. Ich sehe schon, wie ich was einteile. Die sehr basic aussehende Dinge mache ich hier unten meistens hin. So wie die hier. Die sind so gefüllte Onigiri, aber mir einfach basic. Das sieht nicht so speziell aus. Ich habe immer noch keinen Plan, was das hier ist. Da muss ich mich wirklich nicht fragen. Okay, das hier sind Rahmen. Und da hat er eine Gelatine in Fleischbällchen hineingemacht. Und dann hat man es aufgemacht und es ist so rausgeflossen. Das habe ich auch mal ausprobiert, zu Hause natürlich. Hat aber nicht so gut geklappt, wie ich dachte. Tatsächlich, der hier hat viel besser geklappt. Geschmeckt hat es mir eher so lala. Vom Aussehen sieht es natürlich mega cool aus, aber schmeckt tatsächlich so, wie es aussah. Würde ich eher ein B sagen, ehrlich gesagt. So viele leckere Dinge hier zu essen, Mensch. Von den Süßen haben wir noch gar nicht angefangen. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ich sehe das viel zu schlecht, ehrlich gesagt. Ist auch sehr klein gemacht, natürlich. Sieht alles gut aus. Der Salat würde ich auf jeden Fall basic sagen. Das hier, das ist so eine Gemüseterrine. Sieht sehr lecker aus. Wäre aber nicht so mein Ding. Aber es sah wirklich super aus. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Ich mache das mal hier hoch, auch her, sieht es lieber cool aus. Cool aus. Das Fleisch hier sieht sehr elegant aus und sehr gut. Hier haben sie zwei Soßen gemacht. Einmal Preiselbeersoße und einmal, glaube ich, Honigbratensoße. Ich bin mir aber nicht so sicher. Haben es sehr tender gemacht, sieht mega geil aus. Aber ich denke, ich mache das beim A, denn es sieht nicht so deliciosos aus wie hier oben. Nicht ganz so delicious, Entschuldigung. Und gut, weiter geht's. Wenn wir schon vom Fleisch reden, hier haben wir auch nur Fleisch mit ein bisschen Knoblauch und so. Viele würden jetzt sagen, natürlich Top 1, oder? Aber es ist halt nur Fleisch. Es ist halt nur Fleisch. Aber ich kann es mir echt lecker vorstellen. Ich weiß nicht, machen wir es C? Es könnte eigentlich aber auch ein D sein, ehrlich gesagt. Wie das aussieht, ne? Und wir haben hier noch immer Dessert, das sieht mega schön aus. Oh, ich liebe Rouladen, wie schön das dargestellt wurde. Das ist sicher mega schwer gewesen zu machen. Nur weil die schön aussehen, mache ich das jetzt mal auf ein A. Schmecken tut es sich auch mega gut. Eigentlich würde es so fast S gehören. Aber wir wollen jetzt noch nicht übertreiben. Der kleine Fisch hier kommt nach unten, weil es ist einfach ein kleiner Fisch. Das sieht nicht sehr speziell aus. Hier, das hier sieht mega gut aus. Ich glaube, das ist Hühnchen gefüllt mit Dinge. Da kann man das Hühnchen essen und das, was drin ist. Ich denke, das ist ein mega Aufwand und sehr lecker sicher, weil du hast hier den Saft vom Hühnchen, das Fleisch vom Hühnchen und ich glaube, das ist Reis. Ich würde das vom Aussehen her, es ist halt nicht so appetitlich, auf jeden Fall aufs A stellen. Ja, vieles, was ich halt so mega schön finde. Keine Ahnung, was das ist, aber mega Glitzer drauf. Ich habe keinen Plan, was es sein soll, Mann. Keine Ahnung. Genauso wie die Sachen hier. Also das ist einfach nur eine normale Quiche. Sieht aber sehr lecker aus. Vielleicht eine Apfelquiche oder so. Ja, aber zu einfach, Mensch. Das Fleisch sieht mega geil aus, aber ich weiß nicht, was es auf
hat. Ich stelle es mal hier hoch, weil es einfach geiles Fleisch ist. Und wir stellen das jetzt hoch. Das hier sieht mega toll aus. Fleisch auf Reis, wie so eine Blume arrangiert. Mega cool. Machen wir das mal auf Buffet, I guess. Wir haben noch so viel Essen, dass wir eindingseln können, einpacken können. Ganzen Gelaber, jetzt habe ich Hunger bekommen. sieht auch mega gut aus. Das habe ich auch mal ausprobiert. Das ist sehr, sehr lecker. Aber sehr einfach angerichtet. Eher aufs B oder vielleicht sogar C. Ja, immer mal C. Ehrlich gesagt, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, hä? Das gehört doch nicht hier hin, das gehört aufs A. Und machen wir doch lieber aufs A. Viel Dessert haben wir noch nicht umgestellt. Das hier sieht mega cool aus. Das weiß ich noch, ist so ein Soufflé. Könnte ich mir noch echt geil vorstellen. Ist mir aber zu einfach, deswegen B. Und sogar C. Aber das hier sieht mega bombastisch aus. So schön hergerichtet. Es sieht schön aus dort. Es passt dorthin. Wir haben noch ein paar Dinge. Ich glaube, es ist scharf. Ich glaube, wir machen auch nicht alles, nur das, was ich so weiß. Ja, wir haben uns schon gut gemacht, oder bis jetzt? Ich möchte auf jeden Fall noch das hier. Das sieht mega geil aus. Ich kann mir vorstellen, dass es mega geiles Fleisch ist. Richtig lecker aussieht. Ich habe aber immer noch keinen Plan, was das hier ist. Einfach weil es so glitzert, mache ich es jetzt so hoch. Es gehört jetzt dort hoch, weil es glitzert. Und sonst machen wir das hier. Das hier machen wir hier oder hier. Wir machen das mal B, weil ich noch keine Ahnung habe, was das genau sein soll, ehrlich gesagt. Ich bin so ein bisschen überfordert damit. Nur so ein bisschen. Gut, wollen wir noch irgendwas hinzufügen? Wir haben nicht sehr viel Dessert ausgewählt und wenn, dann sind die sehr hoch gesprungen. Nicht sehr tief geblieben. Auch das hier sieht so ein bisschen plain aus, aber das will ich sogar hier hinstellen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, wir bleiben bei dem, was wir hier haben. Die unteren mache ich nicht mehr, weil ich check nicht, was es sein soll. Auf jeden Fall, das weiß ich immer noch nicht, was es ist. Vielleicht sollten wir es auch lieber rausnehmen, weil ich nicht weiß, was es sein soll. Aber an sich habe ich das Gefühl, wir haben es eigentlich ziemlich gut gemacht. Obwohl, keine Ahnung, was das sein soll. Es sieht einfach gut aus. Ich mache es mal hier runter lieber. Wird es auch mehr Sinn machen. Es sieht einfach gut aus, deswegen habe ich es nach oben getan. Nudeln, das sieht sehr, sehr lecker aus. Hier genauso. Und zu oberst sollten die exklusivsten exklusiv sein. Ehrlich gesagt, das habe ich eher das Gefühl, dass es hier unten hingehört.
Was meint ihr? Sollte ich noch was ändern? Es sieht so lecker aus, alles. Ich bekomme richtig Hunger davon. Zum Glück habe ich hier mein Sandwich, Mensch. Aber es sieht sehr gut aus. Ich glaube, wir belassen es dabei. Los geht's. Sie war die, die es erwähnt hat. Da kommt unser Sushi. Guck mal, wie lecker. Wow. Temari-Sushi. Am Bento. Das glitzert einfach. Oh, jetzt erklärt sie, wie sie es essen sollen. Okay. Boah, sieht so gut aus. Ich glaube, sie hat es so kreiert, dass du wirklich von links nach rechts essen musst, damit du ein besseres Erlebnis im Mundgefühl hast. Von daher finde ich, dass wir das eigentlich perfekt gemacht haben mit unserer Liste. Ich will die auf jeden Fall später haben. Die sieht mega gut aus. Da bin ich mal gespannt, was ihr davon hältet. Ihr könnt natürlich abstimmen auf meinem Twitter nachher mit Emojis, genauso wie hier oben.